Hallo und willkommen bei How To Buddies. Wir gucken uns mal beim Motorola Edge 40 zusammen an, wie wir mit Apps auf unserem Startbildschirm bzw. auf unserem Homescreen umgehen können. Ihr könnt zum einen ja Apps verschieben, ihr könnt aber auch Apps in Ordner zusammenlegen, einfach der Ordnung halber, um gleichartige Apps zu bündeln sozusagen. Das Beispiel bringt immer Google hier schon mit sich, direkt auf der Startseite 1 sozusagen. Wir sehen hier einen Ordner. Das erkennt ihr immer daran, dass ihr halt hier mehrere Embleme habt und dann klickt ihr da drauf und seht, okay, da sind ganz schön viele Apps in diesem Ordner. Hier unten sehen wir sogar ein Indiz dafür, dass wir nicht nur eine Seite haben. Diese Punkte stellen ja mal mehrere Seiten dar. Das heißt, wir haben hier noch eine nächste Seite. Gut, da liegt jetzt nur eine App, aber ihr seht, dass ihr eben ja relativ viel Möglichkeit habt, Apps in einem Ordner zu bündeln. Das macht schon Sinn. Wie gesagt, wenn ihr Nutzer vieler Apps seid und hier 22 Seiten, sag ich jetzt mal, Bildschirm habt, wo ihr dann immer durchwischen müsst, um irgendeine App zu finden, die ihr gerade braucht. Das kann manchmal zur Verzweiflung führen, denn man findet sie manchmal tatsächlich einfach nicht. Die ist da irgendwo zwischen, aber man liest oder guckt da einfach drüber hinweg und findet sie nicht. Zumal es dann auch so Fälle gibt wie zum Beispiel Kleinanzeigen, die dann einfach mal ihr Logo neuerdings ja geändert haben und man dann sich da erstmal dran gewöhnen muss und wenn man nach dem Logo sucht, vielleicht diese App gar nicht mal findet. Also, wir gucken uns das Ganze mal an. Man kann ja zum einen eben, wenn man länger auf so eine App drückt und sie dann bewegt, verschieben. Ich kann ja zum Beispiel Kleinanzeigen hier auf Startseite 1 holen. Ich kann die hier überall ablegen, wo so ein kleiner Rahmen entsteht. Man sieht auch, dass die Uhr bereitwillig Platz macht, um die App eben weiter oben anzuordnen. Ich kann sie über die Suchzeile legen, ich kann sie auch unter die Suchzeile legen und dann zum Beispiel hier einfach ablegen. So könnte ich mir jetzt das alles gestalten, wie ich das möchte. Wenn mir Moto an dieser Stelle nicht gefällt, sondern ich es da haben möchte, seht ihr, wie einfach das funktioniert. Kurz anfassen, verschieben und wieder loslassen und ja, habt ihr das Verschieben schon mal erledigt. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das mit den Ordnern funktioniert, denn so eine Sache wie das hier von Google ist ja vielleicht ganz praktisch und das können wir eben auch selbst erstellen. Ich gehe mal hier auf Seite 2 als Beispiel. Wir haben ja noch nicht so viele Apps, wir haben das Gerät auch gerade erst frisch eingerichtet. Auf jeden Fall könnte ich jetzt ja sagen, ich möchte hier irgendwie welche Apps zusammenlegen. Zum Beispiel hier, was ist das, Monopoly, ziehe ich jetzt mal einfach und ziehe das jetzt auf eine andere App, mit der ich die App zusammenlegen möchte und lasse sie an der Stelle los. Und jetzt seht ihr, ist dieser Ordner entstanden, nachdem ich diese Monopoly-App auf der anderen da losgelassen habe und er bündelt jetzt automatisch diese beiden Apps in einem neuen Ordner zusammen und wir sehen auch, dass dieser Ordner noch keinen Namen hat. Klar, das Gerät weiß ja nicht, was das jetzt ist. Es kann sein, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wenn ihr zwei wirklich gleichartige, standardmäßige, zum Beispiel Kommunikations-Apps, da gibt es ja ganz bekannte, wenn ihr die dann zusammenlegt, dass das Gerät schon selber irgendwie so eine Art Kommunikation dann dahin schreibt, das weiß ich nicht, aber im Normalfall seht ihr, entsteht eben kein eigener Name. Das könnt ihr aber ändern, indem ihr da einfach draufklickt. So sieht jetzt übrigens unser Ordner aus mit diesen zwei Apps. Ihr seht, der ist auch nicht immer so groß wie der Google-Ordner. Der passt sich eben dynamisch der Anzahl der Apps, die in dem Ordner liegen, an. Wenn ich jetzt eine dritte App habe, dann wird die entweder, weiß ich jetzt nicht, daneben gezeigt oder darunter und das Fenster wird dann natürlich peu à peu immer größer, bis ihr dann, wie wir ja hier sehen, eine gewisse Anzahl erreicht, nämlich 4x4, also 16 Apps. Dann fängt er an und ja, möchte eine zweite Seite bauen. So, jetzt gehen wir nochmal hier zu unserem Ordner zurück, denn wir wollen dem Ganzen einen Namen geben. Wir können jetzt hier einen Namen bearbeiten und ich schreibe jetzt, mir fällt gerade nichts ein, Test, die beiden Apps passen wahrscheinlich auch vom Sinn her gar nicht zusammen, ist ja auch nur ein Beispiel. Auf jeden Fall, wenn ihr dann auf dem Haken bestätigt, seht ihr, habt ihr jetzt diesen Ordner benannt. So könnt ihr dann App für App da auch nachträglich noch reinschieben, wenn wir jetzt TUI auch noch mit hinzuziehen wollen. So, lasse ich da drauf los, das hat jetzt nicht so ganz geklappt, zack. Genau drauf loslassen und jetzt seht ihr schon, haben wir diese drei Embleme, drei Logos auf dem Platz eines Ordners. Das ist eben der große Vorteil, dass ja nur der Platz einer App sozusagen belegt wird mit diesem Ordner und dahinter sich dann verschiedene Apps befinden. Ihr seht jetzt auch nicht daneben, sondern darunter wird die nächste angeordnet und ja, so funktioniert eben im Prinzip das Anlegen von Ordnern und auch die könnt ihr natürlich wie so eine App einfach hin und her schieben. Kann ich mir diesen Ordner jetzt zum Beispiel auch auf Seite 1 holen, fertig und jetzt habe ich im Prinzip gar keinen großen Sinn für eine zweite Seite, gut für die hier unten noch, aber ansonsten sind die Apps, die auf diesem Bildschirm liegen, eben jetzt hier alle auf Seite 1. Jetzt kann ich natürlich auch so einen Ordner wieder auflösen, beziehungsweise eine App herausholen, wenn ich den jetzt anklicke und klicke jetzt zum Beispiel hier die letzte TUI, passt da gar nicht rein, sage ich mal, und dann nehme ich die einfach raus und kann sie auch hier auf zum Beispiel auf Seite 3 schieben, damit überspringe ich die zweite Seite, aber es gibt keine weitere Möglichkeit, also ich kann nicht mehrere Seiten überspringen. Das erkennt ihr, indem ihr einfach hier an den Rand fahrt und dann seht ihr jetzt auch, der Rahmen verschwindet, aber er öffnet keine zweite Seite. Anders, wenn ich hier zurückwische, dann habe ich hier die Möglichkeit, die da zum Beispiel abzulegen. Und wenn ich dann die letzte App aus diesem Ordner noch raushole, dann passt genau auf, dann löst sich nämlich der ganze Ordner auf und wird wieder zur
zu der App, die als letztes drin liegt. Zack, jetzt ist der Ordner aufgelöst und Marktguru war ja die letzte App, die in diesem Ordner war, bevor ich die vorletzte rausgezogen habe. Und dementsprechend ist der Ordner jetzt wieder aufgelöst. Wenn ich jetzt diese App wieder mit der zusammenlege, zack, dann hat er auch das mit dem Test vergessen. Also er vergisst dann eben den Namen des Ordners, den müsst ihr dann eben einmal hier neu eingeben. So, das war's zu dem Thema im Prinzip. Ihr seht, habt ihr ein paar Möglichkeiten, euren Startbildschirm sozusagen aufzuräumen, beziehungsweise hier nicht die ganzen Seiten mit den Apps zu haben und Kuddelmuddel und ihr findet nichts, dann könnt ihr eben ganz einfach so eure Apps zusammenlegen, die vom Sinn her irgendwie zusammenpassen. Wenn ihr zum Beispiel in verschiedenen Apps gerne Essen bestellt, dann könnt ihr die ja alle in einen Ordner legen, dann müsst ihr nicht immer suchen, na, wo ist sie denn gerade, sondern habt diesen Ordner Essen, zum Beispiel auf Seite 1 und könnt dann einfach da drin viel überschaubarer und schneller an die App gelangen, die ihr sucht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Ist auf jeden Fall eine praktische Sache, das mit den App-Ordnern und auch zu wissen, wie man Apps hin und her bewegt und was da möglich ist. Ihr könnt auch hier diese Uhr anfassen und einfach woanders hin bewegen. Seht ihr, habt ihr ein paar Möglichkeiten, also alles wie gehabt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben für uns da, freuen wir uns drüber. Und ja, dann abonniert am besten auch gleich unseren Kanal kostenlos. Dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, tschüss!